Morgen, ihr Lieben. Tag 3. Heute geht's in die Berge. Erstmal frühstücken und dann zu den Pferden. Los geht's. Okay, so sieht das Frühstück hier aus. Es gibt verschiedene Brote. Es gibt Tomaten und Knoblauch. Es gibt Früchte. Es gibt Melone. Es gibt Croissants und Joghurt. Und es gibt Käse und Wurst. Übrigens, damit ihr auch mal eine Vorstellung habt, wie wir hier frühstücken, mit so einer Aussicht auf so einer super süßen Terrasse, das ist echt richtig schön. Wie ihr eben gesehen habt, und die Pferde sind mega entspannt. Heute haben wir noch eine Reiterin mehr dabei, die Maria. Die kümmert sich halt hier auch um die Pferde, wenn wir in unserem Hotel sind oder wie auch immer. Also die versorgt die Pferde dann abends und morgens, und sie reitet mit, weil wir ja ab heute schon Richtung Berge reiten und einfach noch ein weiterer Guide da gebraucht wird, damit das alles gut funktioniert, also dass die Sicherheit für alle so gewährleistet ist. Ich bin ja in Andalusien schon einmal in die Berge geritten, am letzten Tag meiner damaligen Tour, und da hatten wir auch zwei Guides dabei, und einfach so ein bisschen zur Unterstützung, falls irgendjemand sich ein bisschen unsicher fühlt, weil es ist auch gar nicht so einfach, den Pferden da so völlig freie Hand zu lassen, Berge hoch und runter zu kraxeln, wenn man immer so ein bisschen versucht ist, Zügel aufzunehmen oder die Pferde dann letztendlich zu stören. Und deswegen ist es ganz gut, dass noch ein zweiter Guide dabei ist. Vor allen Dingen sind wir ja auch keine kleine Gruppe. Im Moment reiten wir noch so ein bisschen am Wald entlang, und ich bin sehr gespannt, wann es dann hoch in die Berge geht. Gleich mit den Pferden über diese Brücke hier, und ich gehe vor, damit ich Fotos machen kann und ein Video. Oh Gott, das ist ganz schön hoch, ey. Fuck. Crazy, 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 crazy. Okay. Well, dann suche ich mir jetzt mal einen guten Platz und das Wasser für ein gutes Foto. So, wir sind angekommen. Als erstes haben wir natürlich wieder die Pferde versorgt. Die stehen hier im Schatten, fressen, trinken. Und jetzt zeige ich euch mal den Tisch. Hier ist schon für uns vorbereitet worden. Richtig schön im Schatten. Und es gibt leckeren Käse und Tomaten und Salat.
Das sieht gut aus. Und ich liebe das. Das ist typisch spanisch. Das ist Kartoffeln mit Ei. Super lecker. Ich kann das gerade hier überhaupt nicht einschätzen, ob das alles zu hell ist oder zu dunkel oder was auch immer. Es ist mitten am Tag und es ist die Schatten sind einfach mega hart gerade. Also verzeiht eventuell die schlechte Videoqualität. Ich mache mich hier gerade auf den Weg nach dem Essen runter zum Fluss. Unten am Fluss. Und werde mich da so ein bisschen hinstellen. Wir haben jetzt etwas über eine Stunde Siesta. Mann, es ist echt richtig schön hier. Und über die Brücke sind wir eben... Also ich bin ja nicht geritten. Ich habe ja die Fotos gemacht. Aber die anderen sind über diese Brücke geritten. Wie krass ist das bitte? Die sieht einfach aus, als würde sie jeden Moment einstürzen können. Gerade vom Pferd runter und wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, haben wir die Pferde jetzt wieder auf ihre Paddocks gebracht und jetzt guckt euch bitte mal an, was die Pferde für eine Aussicht haben. Ich meine, hallo. Also die Pferde gehören ja nicht zu uns, aber ja, es könnte einem schlechter gehen, würde ich sagen, ne? Oder, Julia? Alles cool hier, wa? Die hat so witzige Ohren. Bisschen wie Meister Yoda. Und für uns gibt es jetzt kalte Getränke und dann fahren wir von hier aus dem Auto wieder zurück in die Stadt Besalú. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, um runterzukommen zu duschen. Und dann treffen wir uns um 8 Uhr zum Abendessen. So, wie ihr seht, habe ich geduscht. Ich sehe wieder einigermaßen aus wie ein Mensch. Und habe mich jetzt dazu entschieden, alleine ein bisschen in die Stadt zu gehen und einfach ein bisschen Zeit für mich zu verbringen. In 2 Stunden gibt es Abendessen. Hier in Spanien wird ja mal sehr, sehr spät erst gegessen. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Stunden. Um 8 Uhr treffen wir uns und die nutze ich jetzt noch für mich und nehme euch aber mit. Hier die ganze Zeit auf dem Mäulchen hier gesessen und diese Aussicht genossen, bisschen Musik gehört, ein bisschen gechillt. Und ihr seht ja hier, ist wie so ein kleiner Übergang über diesen Fluss. Und da kann man anscheinend auch tatsächlich zu Fuß rüber gehen. Und das werde ich jetzt machen. Ich sehe mich da schon drin liegen. Mit vollem Equipment. Yay! Nein, ich bin natürlich voll positiv. Ich werde natürlich schaffen, hier drüber zu gehen. Ist doch ganz klar. Okay. Okay, die Schuhe sind jetzt eh schon nass. Und es ist jetzt auch egal.
habe es geschafft und jetzt muss ich mich voll beeilen, um zum Hotel zurückzukommen, weil ich schon ein bisschen spät dran bin.